Neben unseren praktischen Erfahrungen bestätigen zahlreiche internationale Studien, dass insbesondere Mitarbeiter des Gesundheitswesens besonders exponiert sind und dementsprechend häufig eine Covid-19-Infektion durchmachen. Naturgemäß ist es so, dass vor allem ältere Patienten mit vorbestehenden Komorbiditäten ein hohes Risiko für schwere Verläufe haben. Junges Alter und fehlende Begleiterkrankungen sind allerdings kein Garant für einen unkomplizierten Covid-19-Verlauf. Insbesondere Symptome eines Post-Covid-Syndroms wie Fatigue, also allgemeine Erschöpfung, Müdigkeit, Muskelschwäche, Belastungsintoleranz, aber auch Brustenge, Husten, Atemnot oder psychiatrische Symptome wie Schlafstörungen, Depression bis hin zu Angsterkrankungen oder auch Störungen der Merkfähigkeit, Wortfindungsstörungen und dergleichen sind häufige Symptome, gerade bei jüngeren Patienten nach durchgemachter Covid-Infektion, die durch eine Impfung mit hoher Effizienz und nachgewiesener guter Verträglichkeit in vielen Fällen verhindert werden könnten. Aktuell sind in der EU 3 Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen. 2 basieren auf dem Prinzip der mRNA-Impfstoffe und ein Impfstoff ist ein ganz neuartiger Vektorimpfstoff. Alle 3 Impfstoffe sind in Bezug auf die Verhinderung schwerer Verläufe von Covid-19 gleichwertig. Die Impfstoffe unterscheiden sich grundsätzlich einmal durch die Lagerungsfähigkeit bzw. die Art und Weise der Verimpfung. Die mRNA-Impfstoffe müssen tiefgekühlt gelagert werden, der Impfstoff von Pfizer-BioNTech sogar bei minus 70 Grad. Er muss innerhalb von 5 Tagen nach dem Auftauen verimpft werden und innerhalb von 5 Stunden nach dem Aufziehen verbraucht sein. Der Impfstoff von Moderna kann zumindest bei minus 20 Grad gelagert werden, was das Handling schon erleichtert, hat aber sonst die gleichen Auflagen. Der große Vorteil des nun auch zugelassenen AstraZeneca-Impfstoffs ist die Lagerung im Kühlschrank und dadurch die Impfmöglichkeit im niedergelassenen Bereich. Bei Impfstoffen unterscheidet man Lebend- und Totimpfstoffe. Die 3 jetzt zugelassenen Impfstoffe gegen Covid-19 zählen alle 3 zu den Totimpfstoffen. Auch der Vektorimpfstoff, obwohl er sich eines Virus bedient, zählt zu den Totimpfstoffen, da dieses Virus nicht in der Lage ist, sich zu vermehren. Man verwendet praktisch nur die Virushülle. Im Gegensatz zu althergebrachten Impfungen, die auf abgeschwächten bzw. getöteten Viren oder Viruspartikeln mit Hilfsstoffen beruhen, sind diese 3 Impfungen komplett neuartig. Bei den mRNA-Impfungen wird durch ein Fettpartikel die Information für das Spike-Protein in die Zellen eingeschleust. Bei der Impfung von AstraZeneca, dem Vektorimpfstoff, passiert es über ein nicht vermehrungsfähiges, harmloses Schnupfenvirus. Für eine gute Wirkung aller 3 Impfungen sind 2 Teilimpfungen notwendig. Es entstehen zwar schon Antikörper nach der ersten Teilimpfung, aber erst 1 bis 3 Wochen nach der zweiten Teilimpfung ist von einem Schutz gegen Covid-19 auszugehen. Alle 3 Impfstoffe können gleichermaßen schwere Verläufe von Covid-19 verhindern. Leichte bzw. asymptomatische Verläufe können möglicherweise etwas stärker durch die mRNA-Impfungen gehemmt werden. Die Impfungen unterscheiden sich auch noch in der Art und Weise der Verabreichung, insofern als der Pfizer-BioNTech-Impfstoff in 2 Dosen im Abstand von 3 Wochen verabreicht wird, der moderne Impfstoff in 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen verabreicht wird und der AstraZeneca-Impfstoff erst nach 10 bis 12 Wochen aufgefrischt wird. Alle 3 Impfstoffe sind für Erwachsene zugelassen. Für die 2 mRNA-Impfstoffe gibt es zurzeit keine obere Altersgrenze. Bei AstraZeneca wurden in der Zulassungsstudie zu wenig Patienten im Alter über 65 eingeschlossen, sodass aktuell empfohlen wird, sofern genug mRNA-Impfstoff zur Verfügung steht, diese Menschen mit diesem zu impfen.
Die WHO, die EMA und auch andere regulative Behörden verlangen von einer Impfung eine Effektivität von zumindest 50%, weil dadurch bei ausreichender Durchimpfungsrate eine Epidemie aufgehalten werden kann. Die Frage nach Qualitätsunterschieden zwischen den drei Impfungen kann man wie folgt beantworten. In der Verhinderung schwerer Infekte sind alle drei Impfungen gleichwertig. Der AstraZeneca-Impfstoff ist von der Verträglichkeit sogar den mRNA-Impfstoffen überlegen. Insgesamt ist die Impfung am besten, die man besonders schnell erhält, damit wir die Pandemie möglichst schnell beenden können. Wahrscheinlich wird entgegen ursprünglicher Annahme eine Auffrischung für uns alle früher oder später notwendig sein. Möglicherweise ist hier der Vektorimpfstoff besonders gut geeignet. Zuerst muss man verstehen, wie Coronaviren funktionieren. Coronaviren sind RNA-Viren und auf dieser RNA, das ist mein Symbol dafür, sind die gesamten Leistungen des Coronavirus abgebildet. Das Coronavirus adderiert an unseren Zellen, bleibt picken an den Stachelproteinen, an den Stacheleiweißen, dringt in die Zelle ein und wendet sich dann an eine Struktur, die geriffelt ist. Das nennt man endoplasmatisches Retikulum. Und dort werden dann alle die in der Corona-RNA-kodierten Proteine produziert. Und das führt dazu, dass wieder neue Coronaviren entstehen. Diese Coronaviren werden ausgeschleust aus dieser Zelle in vielen tausenden Stück. Das messen wir ja, wenn wir die PCR machen, dann in der Umgebung verbreitet. Und wenn ich huste, meinen Nachbarn an, dann hat er von mir wieder einen Schuss Coronaviren bekommen, die genau das Gleiche machen, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Bei einer RNA-Impfung passiert im Prinzip genau das Gleiche wie bei einer Infektion mit einem Coronavirus. Nur wird nicht die gesamte RNA, sondern nur ein Teil der RNA verwendet. Und dieser Teil ist verantwortlich für die Produktion des Stachelproteins. Dieses Eiweißes, das dem Virus ermöglicht, an die Körperzellen anzudocken und dann einzudringen und sein Desaster zu vollziehen. Diese RNA wird in die Zelle eingebracht und die produziert dann genau gleich wie das Virus in dieser geriffelten Struktur im endoplasmatischen Retikulum Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein führt zu einer Immunantwort und wir bilden einen Antikörper gegen dieses Stachelprotein und dann können die Viren nicht mehr andocken und wir werden nicht mehr krank. Dieses dann produzierte Stachelprotein entwickelt eine Immunantwort und diese Immunantwort ist Entzündung. Und diese Entzündung nehmen wir dann eventuell als Nebenwirkung wahr, allerdings nur ganz, ganz selten. Das ist die Müdigkeit, das ist das Fieber und das kann der Muskel- und der Gelenkschmerz sein. Ich freue mich ehrlicherweise darauf, weil dann weiß ich, dass ich eine Immunantwort generiert habe, wenn ich geimpft werde. Wie bei allen Impfungen gibt es Impfreaktionen. Sie müssen mit Impfreaktionen rechnen, die 1 bis 2 Tage nach der Impfung auftreten können. Diese Impfreaktionen sind durchwegs mild und umfassen Lokalreaktionen, also Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein und verschwinden in der Regel ohne irgendwelche Maßnahmen. Die Impfreaktionen sind bei beiden Impfungen vergleichbar häufig, treten aber bei beiden Impfungen nach der zweiten Teilimpfung etwas häufiger auf und auch bei jungen Menschen, die ein sehr aktives Immunsystem haben, häufiger als bei älteren. Diese Impfreaktionen sind nämlich die Reaktion des Immunsystems auf die Immunisierung. Die Impfreaktionen sind vergleichbar mit einer Mini-Mini-Mini-Covid-Infektion, aber im Vergleich komplett harmlos und selbstlimitierend. Prinzipiell ist anzumerken, dass beide Impfungen für Schwangere nicht zugelassen sind, weil die in den Zulassungsstudien nicht untersucht wurden. Mittlerweile ist aber bekannt, dass bei Eintreten einer Schwangerschaft nach oder während der Impfung mit keinen nachteiligen Folgen zu rechnen ist. Auch das Gerücht, die Impfung würde unfruchtbar machen, ist absolut von der Hand zu weisen. Zumal, wie ich schon erwähnt habe,
eigentlich die Impfreaktion eine Mini-Infektion darstellt und auch bei durchgemachter Covid-Infektion keine Unfruchtbarkeit auftritt, keine Unfruchtbarkeit beschrieben ist, ist diese Sorge Gott sei Dank absolut unberechtigt. Seit über 20 Jahren beschäftigen uns wir mit RNA-Impfstoffen. Es ist allerdings richtig, dass der Corona-Impfstoff der erste zugelassene RNA-Impfstoff ist. Das hat vorwiegend kommerzielle Gründe. Das ist eine super Technologie. Man kann das vergleichen mit einem super ABS bei unserem Auto. Und es ist natürlich so, dass das nicht jeder im Detail versteht. Aber keiner geht her und baut aus seinem neuen Auto das ABS aus, weil es im Detail nicht versteht. Darum ist auch der Biologieunterricht so wichtig, dass wir Technologien und RNA- und DNA-Technologien in Hinkunft verstehen. Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, ist, wie kommt es denn zu den Daten und warum geht das so schnell? Es sind auch hier die Phase 1-Studie, die das Prinzip überprüft, die Phase 2-Studie, die Sicherheitsdaten überprüft und die Phase 3-Studie, bei der mehr wie 14.000 Patienten in der ersten Studie geimpft wurden, sorgfältig untersucht worden. Der Unterschied war der, dass man nicht gewartet hat, bis jede dieser einzelnen Studien abgeschlossen war, sondern man hat alle verfügbaren Daten kontinuierlich evaluiert und damit war man in der Lage, sich in den Zulassungsbehörden in Amerika, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland etc. und in der Europäischen Union früher eine Meinung zu bilden und die hat sich ja dann in dem positiven Votum geäußert. Ein weiterer wichtiger Grund war, dass die Europäische Gemeinschaft schon frühzeitig Impfstoff in großen Mengen angekauft hat und damit auch die finanziellen und ökonomischen Überlegungen in den einzelnen Firmen weniger von Bedeutung waren. Und diese verzögern ja oft die Zulassung von Arzneimitteln ganz erheblich. Und auch zu den Studien ist noch zu sagen, dass diese Daten in Phase 3-Studien mit größter Sorgfalt erhoben werden. Da gibt es nicht so etwas wie Freundelwirtschaft. Und darum ist es auch wichtig, dass wir als Klinikum hier Phase 3-Studien durchführen. Das tun wir auch. Wir haben auch die entsprechenden Experten und ich rate allen mit unseren Study Nurses auch einmal über die Exaktheit von Studiendatenerhebung zu sprechen, damit man sieht, dass hier mit größter Gewissenhaftigkeit gearbeitet wird. Auch hier vor Ort kann man es nachvollziehen. Es wird von allen Fachgesellschaften diesen Personen empfohlen, sich impfen zu lassen. Bei stabiler Grunderkrankung und stabiler Medikamentendosis ist durch eine Impfung mit einem Totimpfstoff keine negative Beeinflussung des Krankheitsverlaufs zu erwarten. Im Einzelfall ist es vielleicht wichtig, mit dem behandelnden Arzt noch einmal Rücksprache zu halten und abzuklären, wann der geeignete Zeitpunkt für die Impfung ist.